Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir mal wirklich eine wunderschöne Neuheit aus dem Hause Seiko für euch. Und zwar wollen wir euch in diesem Video die Sonderedition zum 40-jährigen Jubiläum präsentieren. Und zwar die SPB 213 J1 mit blauer Keramiklünette und hellem Zifferblatt. Das Modell wollen wir uns jetzt einfach mal zusammen im Detail anschauen. Falls ihr uns dabei weiter unterstützen wollt und euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf ein Abo. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. So, vor uns sehen wir jetzt also die Seiko Perspex SPB 213 Limited Edition. Echt eine Wucht hier mit dem weißen bzw. hellsilberfarbenen Zifferblatt. Ich hoffe, man kann es sehen. Extrem schön. Die Lünette ist dunkelblau gehalten. Aber das Modell schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. Und ich würde sagen, da starten wir rein. Da haben wir das Modell jetzt vor uns. Es handelt sich hierbei, wie gesagt, um eine Limited Edition, limitiert auf lediglich 6.000 Stück weltweit. Und das in dieser Farbkombination, die wirklich sehr vielen Leuten gefällt. Ich hoffe, man kann es hier sehen in dem Licht. Also wir haben hier ein weißes bzw. hellsilbernes Zifferblatt und die Keramiklünette, ja, richtig, Keramiklünette, hier in einem Blau gehalten. Es kommt hier leider auf dem Video nicht ansatzweise so schön rüber, wie es in Natur ist. Hat einen schönen Schein und wirkt natürlich je nach Blick fast schwarz, aber es ist wirklich eine dunkelblaue Lünette und extrem schick. Passend dazu natürlich der blaue Sekundenzeiger, der hier mitläuft. Eine tolle Farbkombination. Wirklich ein Modell, was einen catcht, würde ich sagen. Wir haben das bekannte 40 mm Prospex-Gehäuse. Das haben wir in der einen oder anderen Variante schon gesehen. Hat sich bewährt und ist einfach optimal, liegt toll am Arm, schön verarbeitet. Und darüber hinaus kommt dann natürlich auch das 6R35-Kaliber zum Einsatz mit 70 Stunden Gangreserve und entsprechend guten Gangwerten. Das ist schon toll. Angestoßen ist hier die Limited Edition an ein dreireihiges Edelstahlband mit der Seiko-Faltschließe. Die haben wir auch schon mal das ein oder andere Mal gesehen. Auch mit Sicherheitsverschluss, sprich, wir haben hier nochmal zwei Drücker, um das Ganze zu lösen. Und dann natürlich nochmal den Bügel. Da sind wir vor jeder Eventualität bewahrt. Also bleibt die Uhr auch am Arm, das ist schön. Auf der Vorderseite ist natürlich Saphirglas verbaut, sodass wir auch Kratzern vorbeugen können. Passt natürlich zu der Keramiklünette, die wir übrigens in eine Richtung, wie es sich für die Taucheruhr hier gehört, drehen können. Auch super ausgerichtet. Die Wasserdichtigkeit von der Prospex liegt wie bei den Kollegen- oder Schwestermodellen bei 200 Metern. Verschraubte Krone ist natürlich serienmäßig und lässt sich über Hand ebenfalls aufziehen. Verstellen können wir die Zeit natürlich ganz bequem über die Krone und auch das Datum lässt sich hier, welches sich auf 3 Uhr befindet und hell hinterlegt ist, ebenfalls über die Krone butterweich einstellen. Und dann natürlich zu guter Letzt schrauben wir das Ganze wieder fest. Also optisch ist es einfach eine Wucht. Die Nachfrage ist gigantisch. Meistens oder bei den meisten Händlern ist er tatsächlich schon ausverkauft. Aber die Gelegenheit wollten wir euch nicht entgehen lassen und euch die Uhr präsentieren. Es ist nämlich einfach ein super schönes Exemplar. Preislich liegt diese hier bei 1.250 € im UVP und das ist die Uhr auf jeden Fall wert. Jetzt schauen wir uns einfach nochmal die Leuchtmasse des Modells an. Und da strahlt uns das Zifferblatt bzw. die Zeiger und Index extrem an, also tolle Leuchtkraft. So soll es sein. Schauen wir uns in dem Zuge einfach auch noch mal die Gehäusemaße an. Und da kommen wir handgemessen auf 40,2 mm. Das ist natürlich die Herstellerangabe und die Gehäusehöhe liegt bei lediglich 13,9 mm. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt auch noch mal Lack to Lack an, da liegen wir bei 47,6 mm.
Also eine schön dimensionierte Uhr in einem tollen Look. Absolut einzigartig. Ich finde, wir brauchen sowieso mehr helle Zifferblätter. Vielleicht geht der Trend mal in die Richtung, nicht alles immer nur schwarz und dunkel. Und da hat Seiko wirklich ein schönes Modell rausgebracht, was Anklang findet. So, jetzt wollen wir natürlich alle noch wissen, was das Modell hier auf die geeichte Goldwaage bringt. Und da kommen wir auf 180,56 Gramm. So, nun habe ich die Seiko nochmal für euch angelegt. Ihr seht sie wie immer an einem Handgelenk von 18 bis 18,5 cm im Umfang. Und die Uhr ist einfach eine Wucht. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen auf dem Video erkennen mit dem Schein bzw. der blauen Farbe des Lünettenrings. Total schön in Kombination mit dem hellen Blatt. Also das weiß zu gefallen. Und die Uhr liegt wie ein Brett am Arm, fühlt sich super hochwertig an. Also wer die Möglichkeit hat, dazu zu schlagen, der sollte es tun. Die ist wirklich perfekt. So, und damit sind wir jetzt auch leider schon wieder am Ende von unserem Video zu der Seiko SPB 213J1. Wir hoffen natürlich, die Uhr und das Video haben euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, lasst sie uns bitte unten in den Kommentaren da. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wie gesagt, wenn ihr uns ein Abo und ein Like da lasst. Und wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.